Hey und willkommen zu einem kleinen, ich zeig euch mal, wie das geht, da ich selbst lange gebraucht habe, um das herauszufinden, wie das geht, da es nur komische Videos auf Englisch oder sehr veraltete Videos oder einfach Videos, die falsch waren oder einfach textbasierte Videos gab und ich dachte mir, das kann ich besser und ich zeig's euch, vielleicht interessiert's euch gar nicht, vielleicht interessiert's euch brennend und ihr habt selbst herausgefunden, ist ja aber eigentlich auch egal, es geht heute darum, wie kann ich bei The Binding of Isaac Rebirth beziehungsweise bei Afterbirth oder Afterbirth Plus cheaten. Das Cheaten unterstütze ich normalerweise nicht, aber es ist ja ein Singleplayer-Spiel und wer einfach nicht genug Geduld hat, um alles freizuschalten mit Schweiß und Blut oder wer einfach Bock hat darauf, einfach mal verschiedene Item-Kombinationen auszuprobieren, der kann das gerne mal so machen. Ich starte jetzt also The Binding of Isaac. So, das ist der erste Schritt, den man machen muss. Beziehungsweise der erste Schritt, aber da gehe ich jetzt eher mal davon aus, dass jeder irgendwie googeln kann. Und zwar muss man sich diese Cheat Engine hier runterladen. Dafür habe ich schon was vorbereitet. Man geht auf Google, gibt hier dann Cheat ein und dann vielleicht noch Engine, wie auch immer man das aussprechen will. Dann kommt man hier bei Google schön und findet das direkt und dann kann man entweder auf der Hauptseite von Cheat Engine das runterladen oder, das sieht jetzt nicht ganz so seriös aus, wer dem hier nicht traut, also ich hatte da bisher noch nie Probleme, der kann auch auf Chip gehen und sich das da dann runterladen und dann einfach installieren. Der nächste Schritt ist dann eben The Binding of Isaac zu starten. Und dann in einen neuen Run zu gehen. Ich gehe jetzt einfach mal mit Isaac in einen normalen Run. Das kann man natürlich in jedem Run machen. Auch Creedia, Creed, Hard und Normal. Ich gehe jetzt einfach mal in einen normalen Run. Es müsste auch in den Challenges gehen, wenn da Items sind. Aber ich gehe jetzt einfach mal. Ihr seht ja gleich, was ich euch zeigen möchte. Und zwar, man startet. Dann kann ich, wenn ich hier jetzt keinen Goldraum habe, kann ich den entweder in dieser Runde suchen. Also hier dann rumlaufen und suchen oder ich restarte den Run und das geht bei mir zumindest mit der Taste R auf der Tastatur. Das geht mit meinem Controller leider Gottes nicht und dann gehe ich jetzt mal hier rein und zack, habe ein wunderschönes Item. Und jetzt gehe ich auf diese Seite, das habe ich schon vorbereitet, die ist dann unten auch verlinkt und jetzt muss ich im Endeffekt dieses Item, was hier angezeigt ist, was ist das wohl, hier in diesem Pool, hier sind alle Items aufgelistet, suchen und wenn ich da nach einer Zeit lang hier rumgeschaut habe, finde ich das auch, dann kann man da auch schön draufklicken, dann wird es groß angezeigt. Und das hat die Item-ID 115, das ist ganz wichtig und jetzt gehe ich im Endeffekt in die Cheat-Engine, die habe ich schon geöffnet, zack, da ist sie schon. Dann kann ich hier jetzt auf dieses kleine Search-Zeichen klicken, suche mir hier in meinen ganzen Prozessen The Binding of Isaac und öffne das. Und das war es im Endeffekt schon, also mit dem Verknüpfen. Und jetzt gebe ich hier, jetzt kann ich noch mal gerne schauen, 115. Das ist alles voll entspannt. Da muss man nicht irgendwie, oh, wenn ich das jetzt aus Versehen geklickt habe, dann ist es vorbei. Also hier gebe ich jetzt 115 hier oben ein und mache First Scan. Dann gehe ich wieder zurück ins Spiel. Und jetzt kann ich eigentlich weiterspielen. Und zwar sammle ich erstmal hier das auf. Jetzt habe ich Spectral Tears. Ist ja voll schön und so. Und jetzt gehe ich wieder hier rein. Und suche mir in dieser ganzen langen Liste, da kann man auch schneller durchskippen, nur ich mache das immer schön entspannt, ich habe ja Zeit. Da kann ich jetzt einfach mal schön runterscrollen und suche mir einen Wert aus, der 0 bleibt. Die da verändern sich ja auch die ganze Zeit. Normalerweise findet man nur einen oder zwei Werte, mit hier hinten 115 und hier vorne dann einer 0. Das muss auch, glaube ich, immer rot sein. Ich habe es bisher noch nie anders gesehen. Und mal schauen, ob ich das jetzt irgendwann finde. Der hier bleibt 0. Den kann ich dann einfach klicken und hier runterziehen. Oder ich mache einfach hier auf diesen kleinen Pfeil und dann steht er da unten. Ich schaue jetzt mal schnell weiter durch, ob dann noch ein weiterer Wert ist. Hier ist noch einer. Ich hoffe, da kommen nicht noch mehr. Wenn das jetzt so aussieht, dass da ganz viele Werte sind mit 0. Das wurde nämlich in einigen Tutorials angesprochen, dass das eigentlich nie vorkommen sollte. Bei mir kommt das trotzdem vor. Da weiß ich nicht so ganz, was ich machen soll. Ich nehme jetzt einfach mal die ersten Werte und erkläre euch das erstmal kurz fertig. Und ab und zu muss man dann einfach nochmal den Run neu starten, nochmal ein anderes Item finden mit einer anderen Zahl und so weiter und so fort. Das gleiche Prozedere noch einmal machen, aber jetzt erkläre ich euch erstmal, wie das überhaupt geht. Man muss dann da vorne anhaken. Und dann kann man hier hinten eine Zahl reinsetzen und zwar eine ID von einem anderen Item, zum Beispiel die 21 vom Kompass.
da hinten einfach Doppelklick drauf und dann 21 eintippen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob es funktioniert hat. Nein, hat es nicht. Schade, weil normalerweise könnte ich jetzt dieses Item aufheben. Das hat aber nicht funktioniert. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier rein und starte den Run neu. Und da ist schon gleich wieder ein schöner Item Room. Und dieses Item suchen wir uns dann hier aus der Liste aus. Hier. Das ist die 443. Okay, das gebe ich dann einfach mal hier ein. Ich zeige euch jetzt einfach, was für Probleme auftreten können. Ich scanne das jetzt erstmal. Nehme das auf und schaue dann hier nochmal. Hier ist ein Wert. Die da kann ich eigentlich auch löschen, weil die brauche ich jetzt nicht mehr. Ich ziehe das jetzt einfach mal hier runter. Das ist noch ein Wert und dann noch einer. Und einer dieser Werte müsste doch jetzt funktionieren, sonst bekomme ich wirklich die Krise. Kann doch nicht sein. Haken wir einfach mal den an und machen die 21 für den Kompass. Und dann schauen wir einfach mal alle durch. Okay, der war's nicht. Ein paar Sekunden später. Ah, so, jetzt habe ich es gefunden. Also im Endeffekt ist der dritte Slot bei dem jetzt hier für das Item. Und jetzt kann ich hier im Endeffekt jede beliebige Zahl eingeben. Was wollen wir denn für ein schönes Item? Vielleicht Spoonbender, die Nummer 3. Zack. Und dann wieder schön ins Spiel hinein. Und dann, was wollen wir denn noch? Was ist denn immer schön? Natürlich den Primstone könnte man immer nehmen, die 118. Und dann kann ich hier rumlaufen mit dem Primstone und mache einfach alles kaputt. Und da kann man sich eben jede Kombination an Items aussuchen, was eigentlich vollkommen cool ist und so weiter und so fort. Aber ich spiele jetzt nicht und im Endeffekt würde mich jetzt mal selbst interessieren, was passiert, wenn ich jetzt den Run verlasse. Also auf diese Probleme kann man treffen, aber wenn man dieses ganze Prozedere immer wieder neu macht, also einen neuen Run macht, nach der Nummer sucht, dann aufhebt und dann nochmal schaut, welcher Wert ist jetzt 0 geworden hier und dann hier dann nach und nach durchprobiert mit einer anderen Zahl, dann wird man es schon irgendwann finden und so kann man rein theoretisch auch nach den Herzen, nach den Aufladungen, nach der Zeit und auch nach den Bomben und so suchen. Das funktioniert alles, indem man einfach nach der 1 sucht, dann schaut, also zum Beispiel bei den Bomben, man sucht nach einer 1, dann legt man eine Bombe und dann müsste ja dieser Wert auf 0 sein. Und dann kann man suchen, welcher ist das, und dann ausprobieren. Und dann, der macht jetzt meine Bomben auf 99. Und solange das Häkchen hier drin ist, bedeutet das, es ändert sich nicht mehr. Also wenn ich jetzt wieder ein Item aufsammeln würde, hätte ich genau wieder die 118. Also falls ihr nicht immer wieder das gleiche Item aufsammeln wollt, macht einfach dieses Häkchen raus und dann ist es wieder voll flexibel. Ja, so weit, so gut. Ich glaube, ich habe das jetzt hoffentlich doch ansatzweise gut erklärt. Und jetzt kommen wir zu meinem kleinen Test. Und zwar, ich restarte den Run. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Und schauen mal, wenn ich das jetzt aufsammle. Wenn ich jetzt hier diesen Wert wieder ändere, 188, ob das... Nein, das muss ich im Endeffekt für jeden Run neu machen. Das ist doch mal sehr interessant. Warum auch immer. Aber im Endeffekt gibt man sich ja normalerweise eh nur am Anfang die Items, die man haben will. Und dann geht man drauf los. Wenn man dann stirbt, dann fängt man einfach einen ganz normalen Run an. Und wenn man einfach nicht zu Pötte kommt, also nicht bis ans Ende kommt, dann gibt man sich am Anfang so viele krasse Items, dass man einfach nicht mehr sterben kann. So, Unsterblichkeit, mehr oder weniger. Natürlich gibt es da auch Scripts, die man sich runterladen kann und die man dann hier reinzieht. Und dann kann man hier Item, und dann ist das auch alles schön beschrieben. Und dann, wenn man das anhakt, dann sind das auch immer die Items. Nur da treibt man sich oft auf Foren rum, wo ich mir denke, mache ich es lieber so oder hole ich mir vielleicht doch einen Virus? Naja, und das war im Endeffekt ein mehr oder weniger kurzes, knappes Informationsvideo dazu. Und jetzt haut rein, habt noch einen schönen Abend und viel Spaß beim Rumprobieren und beim Cheaten. Aber bitte nicht in Multiplayer-Spielen cheaten, das wäre nicht schön. Cheerio, haut rein, bis zum nächsten Mal.